Hey, Schorsch, Leute, und willkommen zu, ja, mal seit Ewigkeiten mal wieder ein Vlog, ne? Also ich meine, es ist lange her, dass ich mich einfach mal so hier vor die Kamera gesetzt habe, so neben mein Fenster, wo ich noch mit am besten beleuchtet bin, anstatt dass ihr so mich aus dem Reich der Schatten beobachten könntet, wo ich denn mega scheiße belichtet bin. Aber das ist halt Dachgeschoss-Mono, ne? Da hast du halt nicht so krass die Beleuchtungsmöglichkeiten. Aber ja, ich komme heute hier zu euch mit so einem Video. Zum Glück tatsächlich überhaupt mal mit einem Video, wo ich eigentlich gesagt habe, ich mache in meinem Urlaub mehr, aber das ist ja, ja. Ihr wisst, wie das ist. Man verfällt in so einen Urlaubsmodus und schaltet einfach mal ab. Und auf einmal sind 2 Wochen rum und schon bist du da, wo wir heute sind. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Nämlich, viel wichtiger ist, ihr könnt mich tatsächlich live sehen, jetzt dieses Wochenende. Da bin ich nämlich auf der NipponCon in Bremen unterwegs, zusammen mit Leni und noch ein paar anderen. Ein paar vom Server haben da auch schon zugesagt, dass sie da kommen. Unter anderem der Angel und Dan Hoshi auch und Sketchy ist auch da. Es sind schon ein paar Leute denn nachher da und da freue ich mich schon echt drauf, die auch mal wieder zu sehen. Und wenn ihr denn da sein wollt, wir sind so gegen, so gegen 11 Uhr sind wir dann da und laufen da wahrscheinlich den ganzen Tag über diese Con. Sowohl drin als auch draußen ein bisschen. Sucht am besten nach diesem Typen mit diesem bescheuerten Hut hier. Das sollte dann am möglichsten, am leichtesten sein, denjenigen zu finden, den ihr sucht. Und ja, wenn ihr rein wollt, müsst ihr Eintritt von, lass mich lügen, 18 Euro oder so. Oder weniger, I don't know gerade. Ich bin nicht so gut, was Planung angeht, was sowas angeht. Ich bin dafür zu selten auf Cons, aber das Ganze hat jetzt halt vom Timing her so perfekt gepasst, dass ich gesagt habe, komm, nee, da musst du mal hin. Das musst du jetzt mal machen. Weil es jetzt auch mein letztes Urlaubswochenende, obwohl ich meinen restlichen Urlaub irgendwie noch in dieses Jahr quetschen muss. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber irgendwie wird das schon noch. Und ja, da könnt ihr uns denn auf jeden Fall Hi sagen, uns denn, was auch immer, ihr denn auf Cons mit solchen Leuten wie mir macht. Warum auch immer ihr Leute wie mich angucken wollen würdet, I don't fucking know. Aber wenn ihr das wollen würdet, ich bin dann auf dieser Con und da könnt ihr uns denn Juden doch sagen und alles sowas. Und dann, ja, das war schon mal das. Und ja, eigentlich wollte ich heute auch nicht so viel hier, ne. Vlogs sind ja generell nicht so, seit längerem schon nicht mehr meins, aber ich habe gedacht, ich könnte das gerade auch mal ganz kurz nutzen, noch mal wieder so ein bisschen auf das einzugehen, was hier los ist. Nämlich, dass ich aktuell mehr streame als alles andere und YouTube irgendwie so ein bisschen verranzt und ich mir irgendwie denke so, ja Mensch, du hast eigentlich so 2, 3 Ideen, aber so richtig Zeit und Lust hast du da auch aktuell nicht für. Ich denke mal, das wird auch irgendwann wiederkommen. Das ist bei mir meistens so, dass so diese Lust auf Videos machen irgendwann wiederkommt, aber aktuell ist das hier halt schon so mehr mit das Größte der Gefühle irgendwo. Das macht Stream mir einfach mehr Spaß, weil da kann ich mir einfach hinsetzen und sagen so, komm, du würdest jetzt so oder so das und das und aktuell eher Minecraft. Ich weiß, ich bin kein Minecraft-Channel, also nicht, dass ihr glaubt, hier ist ein Minecraft-Channel. Wobei ich habe eben sowieso das Gefühl, sobald ich ein Video hochlade, die abonnieren Leute sowieso und ich habe keine Ahnung warum. But fine, es ist wie es ist und von daher, ich mache halt weiter das, worauf ich am ehesten Bock habe, das aktuelle Streamen halt. Und da auch immer eher das, worauf ich dann Bock habe. An sich aktuell ist es viel Minecraft, Hyrule Warriors ist es auch. Yakuza weiterhin, also sowas von, ne. Das Problem, irgendwas zu finden, was ich streame, habe ich nicht. Besonders jetzt, weil mir auf dem Server jemand einen Emulator empfohlen hat. Weil ich habe vorher immer Probleme gehabt, PlayStation 1 zu emulieren. Normalerweise hätte ich dann sonst immer meine PlayStation 2 dafür genommen. Das Problem ist, die ist so, das ist alte Technik, mit neuer Technik. Das funktioniert nicht so. Das ist ein bisschen shit. Deswegen, ich habe halt ein paar PS1-Spiele oder generell auch mal Spiele gehabt, wo ich seit Ewigkeiten gerne mal machen würde. Also halt, sei es ein One-Off oder komplett als Stream oder als Power-Stream sogar, was weiß ich denn sogar. Das Problem ist halt, es hat immer nie funktioniert. Die Technik war immer ein bisschen shit. Deswegen, PlayStation 1 hat mir jemand eigentlich gesagt, so hier, komm, ich habe 2 Emulatoren, die kannst du mal ausprobieren, weil ePSX ist ziemlich shit und das stimmt, ePSX ist ziemlich shit. Wenn man sich nämlich mal den, ich weiß nicht, ob ihr das noch könnt, ich glaube ja, den Gag-Stream von vor ein paar Wochen, der grafiktechnisch war der okay, aber es gab ständig irgendwelche Lags und Lag-Spikes, sah einfach nicht schön aus. Von daher, das ist halt ein bisschen doof gewesen und das hat nie richtig funktioniert. Und wenn ich meine TV-Karte benutzt habe, die hat sich sowieso gesagt so, nee, I'm not doing this. Das ist so alter Shit, das gucke ich nicht mal mit der Kneifzange an. Und jetzt hat mir jemand auf dem Server empfohlen,
den Emulator RetroArch. Und den habe ich jetzt mal gestern ein bisschen rumexperimentiert mit und meine Güte, funktioniert dieses Ding geil. Es ist im Grunde ein Everything You Ever Wanted Emulator in einem. Du kannst quasi, wie beschreibe ich das am besten? Es ist wirklich so ein All-in-One-Emulator. Sag dem Motto, du hast da N64, NES, SNES, Game Boy, Dolphin. Du hast da sogar fucking Citrus drauf, wo du machen kannst. Also halt hier 3DS, das geht auch schon. Und es funktioniert. Einige ROMs, die so vorher auf meinem Project 64, wo ich benutzt hatte, haben nie funktioniert oder hatten irgendwelche absolut ekelhaften Grafikglitches und sahen zum Kotzen aus. Funktionieren auf dem jetzt perfekt. Und jetzt habe ich mir halt beigebracht, wie ich halt quasi meine eigene, also meine PS1-Disc quasi als ISO rippen kann. Das ist auch viel einfacher, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Und das denn in RetroArch einfach benutzen kann als Emulator. Und ist es still legal? I think it's legal. It sounds legal. Also, just do it. Es ist von der Qualität her halt das Beste, was ich machen kann. Es hat keinen ekelhaften Streifen, keine Fehler, keine sonst was. Und es funktioniert. Also warum nicht? Und seitdem muss ich jetzt mal gucken, wo ich mir so ein paar meiner alten PS1-Spiele dann doch mal rippen und mir gesagt habe, ach ja, Mensch, guck mal, dann könntest du das endlich mal streamen. Das ist so ein Spiel, was du seit Ewigkeit machen wolltest, das kannst du jetzt endlich machen. Und ROMs, die vorher nie funktioniert haben, funktionieren auf einmal. So ohne jegliche Fehler. Das Ding ist absolut geil. Also wirklich, wenn ihr nach einem Emulator sucht, wo gut funktioniert, sucht man nach RetroArch. Das Ding ist verdammt super. Ich habe mir noch ein paar Tutorials dann online angeguckt, wie das Ganze wo funktioniert, weil an einigen Stellen ist es ein bisschen tricky. Und komplett fehlerfrei läuft es bei mir auch noch nicht, so viel ist klar. Aber das sind so Nitpicks, sag ich mal, so Kleinigkeiten, wo so ein bisschen stören. Zum Beispiel, Dolphin ist so eine Sache. Dolphin, da funktioniert nicht alles, sondern nur auserwählte Sachen. Sunshine funktioniert, also Mario Sunshine. Und sonst, Pikmin funktioniert, glaube ich. Pikmin funktioniert auch. Aber sonst, I don't know. Und man hat mir gesagt, ich kann angeblich sogar, das habe ich aber noch nicht getestet, quotet mich da jetzt nicht drauf, ich kann angeblich sogar meine GameCube-Games rippen, weil ich halt ein Laufwerk habe, wo diese Mini-Discs auch lesen kann. Ergo, ich könnte quasi meine fucking GameCube-Spiele rippen und dann über den laufen lassen, auf besserer Qualität, als ich es mit meiner TV-Karte jemals könnte. Und ohne diese gesamte Kabellage jedes Mal, weil das ist der absoluteste Horror an allem. Ich müsste nämlich, wenn ich irgendwas auf GameCube spielen will, müsste ich erst meine Wii rausholen, müsste meine Wii anschließen, müsste die Sensorleiste irgendwo parken. It sucks. It fucking sucks. Also das Ding funktioniert halt verdammt super. Kann ich nur, deswegen, man hat schon gesagt, man freut sich schon auf die Streams, die davon kommen, ich auch. Aber ich muss dafür erstmal noch so ein bisschen was vorbereiten, da muss ein bisschen sortierter werden. Ich habe vorhin gemerkt, dass mein Ordner davon fucking messy as fuck ist. Und zumal ich ja morgen früh schon direkt weg bin, da fahre ich ja schon direkt zur lieben Lini und da bleibe ich dann bis Sonntag. Weil, ne, ich fahre ja nicht so direkt nach Bremen, das ist ja doof. Kann man ja auch gleich mal bleiben und ein bisschen eine schöne Zeit haben. Ich wollte sowieso in meinem Urlaub mal weg. Also kann ich auch gleich das letzte Wochenende nutzen und mal ein bisschen wegfahren hier. Von daher, nächste Woche muss ich dann auch leider wieder arbeiten. Ergo, da sind Streams wieder ein bisschen seltener als jetzt. Aber ich habe halt versucht, wirklich jetzt in meinem Urlaub so viel zu streamen oder irgendwie irgendwas zu machen wie möglich. Also sorry, dass auch, da muss ich mich wieder entschuldigen für. Ich weiß, ihr nehmt das nicht so ernst. Ich kenne das ja mittlerweile. Dass auf YouTube so an sich wenig Content kam, beziehungsweise ja, mal abgesehen von dem hier und dem einen Werbungsvideo, was wir gemacht haben, gar nichts. Ist an sich ein richtig beschissener Track Record, wenn man so mal drüber nachdenkt, aber ich hatte halt so ein paar andere Sachen, wo ich unbedingt mal machen wollte. Und so ein paar Videoideen habe ich dann doch noch, weil ich wollte dann mal, ich wollte mal ein Video dazu machen, aber das wird sowieso erst komplett gemacht, weil das, zuerst wollte ich es als Dreiteiler machen, weil, Spoiler, es geht hier um mein Tattoo, ne, also, ne. Wollte ich denn das als Dreiteiler machen, zu jedem Tattoo halt eine Story. Aber jetzt haben wir dann ja gesagt, so, nee, mach das lieber als ein großes Video, denn wenn das komplett fertig ist, ist glaube ich besser auch. Von daher, ja. Das sind so halt die Sachen, wo ich noch so offen habe, sag ich mal. Und dann müssen wir mal schauen. Ist jetzt halt, wie gesagt, auch länger her, dass ich mal einen Vlog aufgenommen habe. Deswegen ist es total irritierend hier, sowas anzugucken und einfach drauf loszureden. It's been a while. Mann, wann habe ich das letzte Mal gemacht?
Es war zum Schosch zum Sonntag. Meine Güte, das war ein Format, was ich heute gar nicht mehr machen kann, weil ich meistens sonntags arbeiten muss und da weder die Zeit noch die Lust habe, einen Schosch zum Sonntag aufzunehmen, zu rendern und hochzuladen und uiuiui TV. Es war aber ein schönes Format, wenn man so mal drüber nachdenkt, aber ich hatte halt irgendwann nichts mehr zu erzählen. Oder wenn, dann habe ich mir gesagt, kannst du doch ein direktes Video draus machen, because why not? Warum bis Sonntag warten, wenn du das an einem Montag erlebt hast? Ne? Also von daher, ich finde das so ganz nice eigentlich. Ich finde es soweit cool. Aber gut, das war's soweit von mir. Ich möchte jetzt hier auch nicht großartig weiter rumschwafeln, als ich es ohnehin schon gemacht habe. Wie gesagt, Samstag, der 17.8. auf der NipponCon. Ab 11 Uhr könnt ihr mich da finden. Ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung, wie groß das ist. Also kann ich euch leider nicht sagen, wo ich denn da sein werde, weil wir da überall wahrscheinlich rumflitzen werden. Aber meine Güte, ihr sucht einen 1,86 großen Beef-Lord mit einer Mütze. Also kann nicht so schwer sein. Ich meine, so schwer dürfte ich nicht zu finden sein. Bis dahin, also euch noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns dann auf der NipponCon. Oder bin ich, ich halte euch auf dem Laufenden, das Ding hier kommt nämlich mit. Also, wir sehen uns dahin. See you, Leute. On a stupid boat with a stupid hat.